Folgendes passiert, sobald wir alle Wurzeln in Tears of the Kingdom gefunden haben. Insgesamt gibt es im Spiel 120 Wurzeln, welche wir im Untergrund finden können. Einige davon sind tatsächlich wirklich gut versteckt, aber die meisten lassen sich recht einfach finden, vor allem da unter fast jedem Schrein sich auch eine Wurzel befindet, welche uns, by the way, pro Entdeckung 0,04% Spielfortschritt geben. Sobald wir nun alle der 120 Wurzeln aufgedeckt haben, bekommen wir zum einen die Bestätigung, dass wir alle Wurzeln gefunden haben und zum anderen den Lichtbringerorden, welchen wir fortan in unserem Inventar haben und ja, im Grunde sowas wie ein Achievement für alle Wurzeln ist. Schreibt mir gerne in die Comments, wie viele Wurzeln ihr aktuell im Spiel bereits freigeschaltet habt und wenn ihr live sehen wollt, wie ich Tears of the Kingdom auf 100% spiele, schaut gerne auf meiner Twitch-Seite vorbei.